Hey Leute, herzlich willkommen zu Utopia Must Fall. Wir schauen uns das heute mal an. Der Entwickler hatte mich kontaktiert, ob ich mir das nicht mal anschauen möchte. Und dann habe ich mal nachgeschaut und gesehen, ja doch, auch wenn ich generell sowas eher weniger auf meinem Kanal spiele. Aber das sieht schon sehr cool aus. Das hat vor allen Dingen eine sehr coole Stimmung, generell so von der Optik und vom Sound her. Und das kostet auf Steam zwischen 5 und 6 Euro. Und es ist noch im Early Access. Es soll auch noch 6 bis 12 Monate im Early Access bleiben. Und es hat mich an ein Spiel erinnert, ich glaube aus den 80ern. Also man hat hier unten so seine Basis, dann kommt von oben Gegner und man muss die abballern. Und ich weiß gar nicht, wie das damals war. Musste man selbst schießen? Hier muss man auf jeden Fall nicht selbst schießen, sondern glaube ich nur zielen. Es gibt ein Upgrade-System dafür und Zufallsgenerierung. Aber es gibt keine Meta-Progression. Wir starten einfach mal ein neues Spiel, beziehungsweise ich kann noch mal ganz kurz ins Menü gehen und via Survival Guide gibt es auch, da kann man sich noch mal die Sachen anschauen. Reward List ist auch selbsterklärend. Display Options kann man hier auch so ein bisschen und durchschalten. Und das finde ich halt schon auch sehr nett gemacht. Factory Reset, nein. Ich habe es auch noch gar nicht gespielt. Wir starten einfach mal ein neues Spiel und gucken mal rein und ich schaue mal, ob ich damit klarkomme. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Spiel, wozu ich ein Let's Play machen würde. So. Wenn einer von euch den Namen weiß, wie dieses Spiel heißt, das es damals da gab. Das gab schon wieder Spiele auch. Die haben das so ein bisschen ähnlich gemacht, auch mit diesem, auch diese Base-Defense-Richtung. Aber ich komme partout nicht auf den Namen. Waren das auch die 80er? Ich glaube, die 90er waren es nicht. Das war noch ein bisschen vorher. Apocalypse averted. Annihilation. Obsessive Chef's Kiss Discipline. Proceed. Fragezeichen, okay, das finde ich immer sehr nett, wenn man das sich so nochmal anzeigen lassen kann. Oder halt vielleicht als Tooltip wäre es halt auch nicht verkehrt, was das genau bedeutet. Okay, Chef's Kiss, survive a full day without taking any shield hits. Ja, gut, lassen wir erstmal so. 33% haben wir. Wahrscheinlich gibt es dann bei 100... ein Upgrade und wir gucken mal. Ne, wir kriegen jetzt schon ein Upgrade. Was gibt's denn hier so? Extended Mag Rail, Turret Projectile Velocity, Impact Damage auch erhöht. Ja, das klingt schon mal richtig gut. Shield Regeneration würde ich erstmal nicht nehmen. Nuclear Weapons Lab. Eine Rakete alle 2 Tage können wir damit. Ich wüsste jetzt auch noch nicht. Improve the mental health of survivors by releasing intoxicating gas into the air. Ja, genau, sowas brauche ich. Ich glaube, ich nehme erstmal das, weil mehr Schaden, schneller schießen, das klingt jetzt erstmal nicht so verkehrt. Und es ist alles sehr simpel gehalten, ist halt auch mehr so ein Arcade-Game, aber ich finde das schon auch so von der Optik, das hat auf jeden Fall schon was. So, komm her. Oh, das könnte jetzt wehtun. Oh, das könnte jetzt wehtun. 54%. Gut, haben wir aber auch geschafft. Was gibt's denn jetzt hier? Und man bekommt auch sehr schnell Upgrades. Stockpile Nukes. 3 nukleare Sprengkörper kriegen wir. Arc Flail, City Shield automatically discharges violent balls of energy at stray enemies. And debris approaching the shield. Blackout Protocol. Und Shield Feeler create a short burst of extreme firepower. Ja, das klingt auch ganz gut. Advanced Cryogenetics. Attempt to preserve a selection of celebrities and influencers. Nee, das nehme ich nicht. Nee, das nehme ich nicht. Ich nehme jetzt hier mit Nuklearwaffen. Warum nicht?
So, allein diese Asteroiden, Meteoriten, wie auch immer, müssen wir mal direkt wegmachen. Weil wenn die hier auf so das Schild, auf den Schild knallen, dann kriegen wir, glaube ich, Probleme. Es werden halt auch immer mehr. Wie kann ich denn... Ach so, mit der Leertaste kann ich dann... Kann ich wieder umschalten? Okay. Schildregeneration klingt jetzt erstmal nicht so verkehrt. Also mehr Schaden und Schildregeneration, die Richtung. Fire Rate klingt halt auch ziemlich gut. Ich nehme jetzt erstmal so ein bisschen die leicht verständlichen Sachen. Hauptsache, hier trifft nichts auf den Schild. So, die machen wir erstmal alle direkt weg. Okay, da wurde schon wieder das Schild getroffen, aber das kriegen wir auch alles weg. Alles klar, 46% haben wir. Celebrate the Fall of Humanity. Mit einem Konzert und Feuerwerk. Ja, 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 warum nicht? Dann nehmen wir jetzt auch mal das hier und dann haben wir hier noch Stockpile-Nukes. Ich nehme jetzt hier einfach mal Sachen. So im ersten Moment sagt mir das alles außer halt mehr Schaden, Schildregeneration. Das sind so Sachen, die mir wirklich was sagen. Und halt diese Nuklearwaffen als... Ja. Special Weapon. 16%. Da ist nicht mehr viel. Oh, die sind aber auch ganz schön schnell unterwegs. Aber wenn wir auf die schießen und die kommen uns entgegen. Schild ist offline. Gleich verlieren wir hier Leute. Wenn ich nicht aufpasse. Ja, oh Gott, da verlieren wir aber echt eine Menge Leute. Gut, aber das haben wir auch noch geschafft. Increase Production. Wir produzieren eine Rakete mehr. Ich würde hier erstmal... Ich nehme das mal. Wir haben jetzt 7 Nukes. Das ist auch wieder so die Frage, wann benutzt man die am besten, wenn hier eine ganze Menge los ist, würde ich sagen. Oh Gott. Hier ist auf jeden Fall schon ein bisschen was los. Ah, verdammt. Ich dachte, ich kriege die weg, aber... Nuklearraketen funktionieren da jetzt auch nicht so gut. Ja, wir haben noch 0. Eine Bevölkerungsanzahl von 0. 5 Tage überlebt. 29.557 Punkte. Aliens destroyed 454. Nukes launched 5. Alles klar, dann haben wir uns das mal kurz angesehen. Das ist auf jeden Fall recht simpel, aber allein durch diesen Artstyle und auch die Musik, wobei die Musik gefällt mir halt im Hauptmenü noch besser als direkt im Spiel drin. Aber es macht schon einen coolen Eindruck, ist halt relativ simpel, aber macht trotzdem Spaß. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.